Ah, hier geht's auch so Beta. Tür der Medizinebene. Mehr sagt mir das auch nicht, Natal. Wow. Altair Grossman. Ah, eine funktionsfähige Pistole. E-Mail. Eco-Kapseln, drei verbleiben, die eine hier hinten fehlt. Das ist interessant. Frage ist, was damit gemacht worden ist. Schilde sind offline. Rettungskapseln sind alle deaktiviert. Wird mir nichts bringen, ich muss Shodan aufhalten. Das ist die ganze Prämisse des Spiels. Ich glaube, Shodan schießt die Dinger, glaube ich, sowieso an irgendeinem Punkt ab oder so eine Witze. Die Assistenten sind einigermaßen was wert. Der einzige Schrank, den ich bis jetzt öffnen konnte, war mein dämlicher Kühlschrank in der Wohnung. Theoretisch bringt das mehr Credits, als wenn ich es in den Schrott verdampfe. Aber ich brauche mal einen Platz. Ich muss eventuell Sachen aufheben. Munition habe ich eigentlich. 79 Schuss. Das reicht ein Weilchen. Einige von den Objekten bringen mir mehr Geld ein, wenn ich sie recycle. Aber wie gesagt, Platz. Der Flammenbeschichtung. Ach genau, es gab unterschiedliche Munitionstypen. Die Scorpion- und Minipistole benutzen die Munition. Das ist zu schwer. System, also ich benutze den Status des Systems, die Delta-Station zu überwachen. Cool.
Sind identisch. Der hat so ein bisschen den Kopf hängen lassen. Also schön den Laser in die eigene Schilde reinschießen. Schießen. Nahrungsriegel. Und einen neuen Berserker. Nice. Wo auch immer. Oh. Nicht gerade die treffsicherste Pistole. Du willst? Moment. Das haben wir gleich. Ihr habt zwei Starbeams. Dank dem Ding kann ich es mir auch leisten, damit rumzubolzen. Ich glaube, so ein bisschen die Mutanten mögen das nicht, wenn's hell ist. Okay, da kann ich nicht rein. Das könnte aber das sein, wo ich hergekommen bin, eventuell. Wo auch immer der plötzlich herkam. Das ist bestimmt wie entweder der ist direkt hinter mir gespawnt worden oder der ist auch auf so einen beschissenen Käfig gekommen, der am Boden angelassen war. Weil hier war nichts. Nicht scheu. Ich hoffe, die Pistolen kann ich auch verschrotten. So, erstmal geleert, weil das brauche ich nicht. Ich brauche nicht noch eine Waffe mit Munition schluckt. Thank you.
my wiring panel. Any humans that can hear my voice, come to Beta Quadrant and make a stand against Shodan. Ich glaube nicht, dass sie den Widerstand auch erfolgreich gestartet haben. Wir haben Shodan zu sehr beansprucht. Da Shodan jedes System auf der Station kontrolliert oder überwacht, ist es kein Wunder, dass ihr eingebautes Sicherheitsunterprogramm seine Schwächen zeigt. Im Moment versiegelt es wahllos Lagerräume und speichert den Code für den Zugang zu ihnen im... Meine scheiß Dusche schon wieder. Cybercores, die nur über den Cyberspace zugänglich sind. Wenn man diese nutzlosen Informationen in dieselben Kerne wirft, entsteht eine Schwachstelle. Ich werde Shodan mit der Entwicklung von Verteidigungssystemen beauftragen, um potenzielle Hacker fernzuhalten, bis dieses Problem gelöst ist. Ja, hat ja gut funktioniert. Karten. Langsam bin ich ein bisschen überfüllt mit Zeug, ne? Ich verdampf mal die Kanone. Vor allem, es sollen ja überall diese dämlichen Recycling-Dinger sein, aber ich merke davon nichts. Ohne jeden Witz. Wo sollen die bitte schon sein, die Scheißteile? Ich habe einen Recycler gefunden bis jetzt. Und ich will da nicht wieder hinrennen müssen, nur um das Zeug zu recyceln. Aber ich schmeiße jetzt meinen Schrott da einfach generell rein. So, ich nehme an, ich werde hier nicht von hinten angegriffen, wenn ich in den Cyberspace reinfrimmeliere. Pulser Kampfversion Software 1. Sieht cool aus, macht aus. Das sind Daten, vermute ich. Und das ist Eis. Countermeasures in verschiedensten Ausführungen. Kurz Eis. Jeder Cyberpunk oder Shadowrun-Spieler sollte wissen, was gemeint ist. Und selbst Leute, die das nicht wissen, wissen es. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich nehme an, die Sofortfluchtsoftware schmeißt mich direkt raus. Deswegen, dass man Shodan nämlich auch nachher im Cyberspace bekämpfen muss. Das ist eine Strömung, der folge ich lieber erstmal nicht, sondern erstmal dem Gedönse hier. Das führt auch zu einer Strömung. Dann
gucke ich mir die andere Strömung erst an. Das hier scheint technisch gesehen die zu sein, die mich voranbringt im System. Ansonsten kann ich wieder ausloggen, wieder einloggen. Ach, das scheint mich nur. Okay. Und wo führst du hin? Achso. Ich spuck mich hier wieder zurück. Okay. Dann bleibt mir nur noch diese eine Strömung. Wieso kann ich Täuschungsmanöver nur einmal benutzen? Brauche eine bessere Pulsar-Software. Ich glaube, seit Tron stellt sich jeder im Prinzip so das Hacking vor. Das sind echt coole Effekte, die sie haben. Früher war das einfach nur so ein Drahtgittergedönse. Aber hier haben sie auch die Wände teilweise transparent gemacht, weil man weit weg von ihnen ist. Ah, ich habe die Waffenkammer entriegelt. Ja, locker aus. Ah, das ist diese Waffenkammer, okay. Waffenkammer und medizinische Vorrätelager. Das könnte die Skorpion sein. Magnetpulsgewehr. Magnetpulsmagazine brauche ich eigentlich dafür. Und ich sehe keine. Aber so habe ich eine einigermaßen durchschlagskräftige Waffe in der Hand. Ich kann mir Munition kaufen. Aber ich sehe keinen Grund dafür, mir Munition zu kaufen. Noch nicht. Ich nehme an, ich finde sowieso Munition für die Knarre. Bis dahin. Ich komme mit meinen Waffen, die ich habe, klar.
Staubsaugerroboter. Jetzt bin ich da, wo ich angefangen habe. Jetzt habt ihr euch aber absichtlich nochmal hingelegt. Das sind alles Schauspieler hier. Das ist in Wirklichkeit eine Reality-Live-Sendung. Die hatten gerade Pause vom Leichensein. Ah. Kommst du denn her? Hier war ich noch gar nicht. Doch, hier war ich. Da bin ich durch das Ding da gekrochen. Also spawnen offensichtlich auch mal Viecher nochmal neu. Eine schicke Brille. Ich habe die Macht der Blitze in meiner Hand. In kleiner Knarrenform. So, Moment, ich... Im Storage war ich schon, oder? Genau. Da war ich, glaube ich, auch schon drin. Genau, das war das hier. Und das Einzige, wo ich nicht war, war die Tür hier. Und jetzt bin ich durch die Tür auch durch. Ich muss aufhören, jeden Scheiß einzusammeln. Ah, Biosystemüberwachung installieren. Ah, interessant. Das gab es im Original auch, nur ich habe eine Lebensenergieanzeige. Das heißt, wofür brauche ich diesen Biomonitor? Körperliche Missbildung, Krämpfe und kein Ansprechen auf herkömmliche Behandlung. Diese neue mysteriöse Virus beunruhigt mich zutiefst. Es soll aus einem Experiment der Forschungsebene stammen, aber es ist keine Aufzeichnung zu finden. Warum bekommen wir keine Behandlungsempfehlung, wenn wir es, wenn wir es geschafft haben? Ich muss mal was trinken. Warum schweigt Diego zu all diesen Vorkommnissen? Ich werde mich morgen mit Dr. Stackhouse beraten. Da die zwei weiteren Patienten mit ähnlichen Beschwerden hat. Und anschließend waren sie Zombie-Schau. Jetzt habe ich zwei Krieg-Credits. Skifrequenz. Zu lang. Das ist nicht funktional. Also muss ich mal gucken, dass ich wieder durch den Wartungsbereich marschiere. In Alpha komme ich ja noch nicht rein.
Dann habe ich ein kleines Feuergefecht mit dem scheiß Druiden da oben oder mit dem Cyborg. Cyborgs. Beta komme ich hier auch nicht. Obwohl, Moment, vielleicht funktioniert die Karte, die ich gefunden habe hier. Nein, funktioniert nicht. Backtracking. Scheint immer wieder Neues zu spawnen. Lass mich mal kurz überlegen. Hier geht es zu dem anderen Beta-Zugang, ne? Gravitationslift. Eine Logiksonde brauche ich. Dann kann ich hier wahrscheinlich sogar noch gar nichts machen mit dem Rätsel. Aber soweit ich das sehe, sieht das alles richtig aus. Warum auch immer sind in einem so verstrahlten Bereich Leichensäcke lagern? Hier scheint aber nichts zu sein. Vollständige Gesundheitswiederherstellung, das ist nicht unpraktisch. Ich kann mich an diese Stelle auf jeden Fall auf so ein Original noch erinnern. Aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Da ist einer.